Hey draußen, hier ist der Flex von Showing Flex TV und dieses Video geht raus an all die gestressten Menschen da draußen. So, das Ganze fängt ja mal damit an, dass du dir selber eingestehst, dass du gestresst bist des Todes und es nicht auch noch abstreitest. Eine gute Möglichkeit, den Stress zu reduzieren, ist der Atem. Die Atem- und die Gedankengeschwindigkeit ist gekoppelt. Also wenn du stressige Gedanken im Kopf hast, wird dein Atem flach. Du atmest nur noch hier oben und sehr schnell. Und umgekehrt, positiv betrachtet, wenn du ein paar Mal tief durchatmest, reduzierst du das Kopfkino. Und besonders hilfreich ist dabei die Bauchatmung. Da wird dann der Parasympathikus, also das Areal, das für das Entspannen zuständig ist, dadurch angesprochen und somit ist das Ganze sehr, sehr entspannt. Jetzt habe ich oder stelle ich immer wieder fest in meiner Arbeit als Personal Trainer und Yoga-Unterricht gebe ich auch, dass es doch relativ viele Leute gibt, die die Bauchatmung komplett verlernt haben, indem wir alle auf die Welt kommen. Und deshalb zeige ich dir jetzt eine kleine Übungsroutine, die es dir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, es gibt auch ein paar, die kriegen auch dann die Bauchatmung hin, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit es dir ermöglichen wird, mal so richtig schön tief in den Bauch hineinzuatmen. So, das Ganze findet offensichtlich im Rücken statt. Zunächst mal empfehle ich dir, jetzt in die Nasenatmung zu wechseln. Mund zu und hübsch über die Nase ein- und ausatmen. Wenn du es gleich mega profimäßig machen möchtest wie die Yogis, bremst du deinen Atem dabei mit dem Kehlkopf, vor allem dem Ausatmen. Das kann jeder, der flüstern kann. Und das kann wiederum auch hoffentlich jeder. Das heißt, du ziehst den Kehlkopf nach innen und vor allem der Ausatmen, ich hoffe, man hört es, schleift dann etwas über den Kehlkopf und so ist der Atem tiefer. Dann solltest du in der Folge auch versuchen, beim Ausatmen immer deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule hinzuschieben, also den Bauch komplett leer zu atmen und beim Einatmen lässt du den Bauchnabel dann los. Durch die jetzt gezeigten Übungen wird das Ganze begünstigt und verstärkt. Also, wir beginnen mal mit einem tiefen Einatmen über die Nase. Vollständig ausatmen, Bauchnabel zur Wirbelsäule schieben. Mit dem nächsten Einatmen hebst du nur deine Füße leicht an und lässt die Füße etwas über dem Boden schweben. Lass los in deinen Sprunggelenken. Ausatmen, ziehst du jetzt die Knie zur Brust heran und atmest vollständig aus. Einatmen, streckst du deine Beine zur Decke, so gut du kannst. Gegebenenfalls eben die Knie leicht gebeugt lassen. Ansonsten dehn dich durch, zieh die Fußspitzen heran. Ausatmen, heb die Arme leicht an, nimm dein Kinn zur Brust, roll die Wirbelsäule ein. Einatmen, roll die Wirbelsäule wieder ab, leg die Arme ab und den Kopf ab. Ausatmen, zieh die Knie zur Brust heran, vollständig ausatmen, über die Nase, Bauch leer atmen. Einatmen, Knie nach vorne führen, Füße schweben über dem Boden, Sprunggelenke sind entspannt. Und ausatmen, Ausgangsposition, stell deine Füße am Boden ab. Mach mal nur, was die Stimme sagt, Augen geschlossen. Einatmen, Füße anheben. Ausatmen, Knie zur Brust heranziehen. Tiefe Einatmen, Beine zur Decke strecken, dehn dich durch, so gut du kannst. Ausatmen, Arme leicht anheben, Kinn zur Brust, roll deine Brustwirbelsäule ein. Einatmen, Wirbelsäule wieder abrollen, Kopf ablegen, Hände ablegen. Ausatmen, Knie zur Brust heranziehen. Einatmen, Füße über dem Boden schweben lassen. Ausatmen, Ausgangsposition. Noch ein Durchgang, einatmen, Knie heranziehen, Füße leicht anheben. Knie zur Brust vollständig ausatmen. Beine strecken, dehn dich durch, tief einatmen.
Wirbelsäule einrollen, Arme leicht anheben, Kinn zur Brust ausatmen. Wirbelsäule wieder ablegen, Kopf ablegen. Knie zur Brust heranziehen, vollständig ausatmen. Füße über den Boden schweben lassen. Ausgangsposition. Wenn es gut läuft, bist du jetzt schon in der tiefen Bauchatmung drin. Wiederhole das aber noch einige Male für dich. So, wenn du es jetzt ausprobiert hast, bist du hoffentlich schön gechillt und entspannt. Jetzt kannst du noch ganz gechillt ein Däumchen nach oben geben, uns abonnieren, falls das noch nicht passiert ist. Danach auf unserer Startseite vom Channel noch schnell aufs Zahnrädchen, Häkchen in die Box rein, dass du auch eine Mail bekommst, wenn wir wieder ein neues Video hochladen. Bei der YouTube-App einfach auf die Glocke drücken. Wenn du es mit dem Rücken zu tun hast, dann geh auf meingesunderkörper.de. Das Rückenprogramm ist nämlich das erste Programm, was wir da released haben. Werde Fan auf Facebook nichts mehr verpassen. Schau auf unserer Website vorbei, add uns auf Google Plus und schau dir hier eins unserer letzten Videos an. Reflex ist raus. Ciao.